US-Unternehmer Elon Musk hat sich Medienberichten zufolge entschieden, jetzt doch Hauptanteilseigner beim Kurznachrichtendienst Twitter zu werden. Schriftlich habe er dem in San Francisco ansässigen Unternehmen mitgeteilt, sein ursprünglich abgegebenes Übernahmeangebot in Höhe von umgerechnet rund 44,1 Milliarden Euro wieder vorzulegen. Kurz nach der Erstveröffentlichung dieser Meldung durch den Sender Bloomberg schnellte die Twitter-Aktie um 12% in die Höhe. Im Juli hatte Musk sein Angebot zurückgezogen und dem Kurznachrichtendienst vorgeworfen, falsche Angaben über die Anzahl von Twitter-Scheinkonten gemacht zu haben. Daraufhin leitete das Unternehmen rechtliche Schritte gegen Musk ein.